zu Untersuchungszimmer. So, endlich. Osiris wurde zu durchgeboxt. Satte 3,5 Stunden mit 2 Chars. Jetzt gucken wir uns hier erstmal vom Titan an, was er so, gleich bekommt oder aus den Beutezügen rausspringt. Ich werde sie direkt auch einlösen, wenn ich in die richtige Richtung gehen würde. Boing. So, gut, hier unten sind ja die normalen Sachen, die man halt kennt. Bronzestufe und nur die legendären Marken. Die legendären Marken kann ich natürlich direkt mitnehmen. Da gibt es halt eben nur Lichtpartikel maximal oder vielleicht auch mal eine Münze. Und sonst halt eben die legendären Marken, wie man es erkennt. Oder auch ein kodiertes Engramm. Dann hier die Bronzestufen, Beutezüge, mal gucken, was daraus kommt. Okay. Okay, so, jetzt ist eigentlich wichtiger hier, Silberstufe, Beutezug. Okay, und dann hier noch die Goldstufe. Hoffentlich kommt da was Gutes raus. Okay. Und dann mal gucken, ist irgendwas an der Poststelle gelandet? Nein. Wollen wir mal eben schauen, was da eben rausgefloppt ist. 329er geflügelte Sonne, Panzerhandschuhe. Mit Disziplin und Stärke, nicht so geil. Dann noch Regenprasseln, erhöht das Nahkampfangriffstempo und Bewegungsübertragung. Bei Granatentreffern hältst du Bonus-Nahkampfenergie und dann Pistolen-Nachlader, erhöht das Nachladetempo von Pistolen. Ja, schlecht, sag ich mal. Sieht vielleicht ganz nett aus so, aber die Perks sind scheiße. Und ich kann auch nicht mal rumbasteln, oder? Nee, sieht nicht so nach aus. Naja, hat sich jetzt gerade nicht so gelohnt beim Titan. Die Engramme muss ich ja nicht unbedingt aufmachen. Und jetzt gehe ich gleich nochmal direkt zum Jäger und mache da nochmal alles auf. Aber das war jetzt nicht so erfolgreich, leider. Naja, vielleicht beim Jäger. Vielleicht wird da ein bisschen was Besseres gedroppt. So, bis dahin. So, hier zurück bei meinem Jäger. Noch das gleich nochmal. Osiris wollte Züge nochmal durchknallen. Aber erst, warte, falsche Richtung. Erstmal kurz von hier kurz ein Engramm rausholen, was ich noch bekommen habe. Während der Geschichte mit Osiris. Das knalle ich jetzt hier nochmal durch. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen höheres Lichtlevel raus bei der Waffe. Das wäre natürlich ganz cool. Ist immer wichtig, hohes Lichtlevel zu bekommen. Sonst kommen leider Low-Level-Sachen gedroppt. Schlechtes Karma, okay. Mal gucken, wie viel Lichtlevel das Ding hat. 331, okay. Habe ich schon einmal 331, ja. Das heißt, ich werde das vielleicht zum Infundieren nutzen. Aber jetzt direkt zu den Beutezügen. Ja, wie üblich, ne? Legendäre Marken einsacken hier. Kann man immer gebrauchen. Dazu noch ein bisschen andere Sachen, Lichtpartikel und Münzen. Dann die Bronzestufendinger. Auch nur ein Gramme und Münzen und dies und das. Ja, so das Unwichtige. Jetzt das Wichtige hier: einmal Silberstufe. Okay. Und dann das ultra wichtige: Goldstufe. Hetze-Totem. Okay. Da ist noch was im Postkasten gelandet. Willkommen. Ah, okay, nur ein seltenes Engramm. Aber wir gucken uns mal eben an, was ich da gekriegt habe, dieses komische Totem. Mit 330, ja super, das freut mich schon mal. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Kann ich gleich direkt reinkloppen hier. Gucken wir mal eben an, was es hat. Disziplin und Stärke. Ja, Disziplin ist gut, sonst Stärke halt nicht so. Und dann Solarresonanz. Solargranaten haben eine Chance, eine Sphäre zu erzeugen, wenn du einen Lakaien der Dunkelheit besiegst. Okay, ist einfach irgendwie so ein Stein. Beziehungsweise Totem. Ja, das habe ich jetzt gekriegt. Mehr gab es nicht. Irgendwie ein bisschen enttäuschend, würde ich mal sagen. Und dafür habe ich jetzt 3,5 Stunden gespielt. Naja, Na, morgen ist Reset. Vielleicht gibt es noch wieder was Schöneres, was Besseres. Somit bin ich jetzt erstmal raus. Genießt den Ausblick. Bis denn.